Was soll ich meinen? Hm. Damit du nicht, wenn du jetzt stirbst, alles in die Lava fällt. Also brauchst du eine neue Eisenachse. Ja, ist ja schon nicht schlecht. Alter, jetzt haben wir gerade Gold gefunden. Nein! Dann mache ich mal ein bisschen Eisen. Eisen habe ich noch. Holzstäbe brauche ich. Habe ich ja noch von den Planken, oder? Ja, siehst du. Viel zu voreilig. Und Holzstäbe habe ich bestimmt auch noch. Ausgerechnet jetzt, wo ich die Kohle alles aufgesammelt hatte. Voll behindert. Da reingefallen. Muss man Jetzt ist erstmal halt direkt schaffen. an der Werberrand. Deswegen immer Shift gedrückt lassen, damit du nicht reinfallen kannst. Wenn du Shift gedrückt hältst, kannst du die Kanten nicht runterfallen. Das geht dann nicht. So, das kommt weg. Dann, wo ist das Eisen? Da. Eisenäxte, Eisenspitzhacken sind hier in der Kiste drin. Okay. Habe ich noch was dabei? Nee. Gut. Boah, natürlich, wie viele Setzlinge hier rumliegen. Und was wir für ein scheiß Wetter auf dem Server haben. Wie mache ich Holzkohle? Einfach Holz verbrennen, also Holz nach oben packen. Aber Holzkohle ist noch in der Truhe drin. Guck mal in die Truhe rein. Ich habe schon Charcoal. Achso, ich habe hier. Ich habe 39 Holzkohle noch. Was willst du machen? Ich mach mir hier, Fackeln? hab mir Ah. nur ein Dings gemacht, genau. Du brauchst ja wieder neue Fackeln, ne? Dass du dir alle Fackeln versteckt. Oh, ich hab wieder Hunger. Lecker Apfel. Haben wir schon. Ich mach jetzt mal ein Eisenschwert. Ja, Steinschwert reicht aber auch erstmal. Ah ne, das müssen wir da erstmal schmieden, ne? Das Eisen, oder? Nee. Ach so, doch, wir brauchen einen Amboss, Wir glaube ich, brauchen ja. Eisenbarren. Ja, Eisenbarren habe ich doch. Wir brauchen Kohle und Hier, Eisenbarren sind hier. Also, ja, okay, gut. Eisenbarren, 5 Stück. Haben wir hier noch Eisen drin? Dann mache ich jetzt aus dem restlichen Eisen auch nochmal ein paar Barren. 39 Kohle. Eisen nach oben. So. Müsste eigentlich reichen. Ein paar Setzlinge pflanzen. Jo, ich habe jetzt ein Eisenschwert. Hast du? Ja. Ich jetzt mal weiter farmen da unten. Der Amboss ist nur, um Sachen umzubenennen, ne? Ja. Sachen umzubenennen. Ja. Warum sieht meine Pickaxe eigentlich hier so scheiße aus und warum sieht die bei Pete's Meat immer besser aus als bei mir? Weil du ein anderes Texturpaket benutzt. Aha. Liegt das am Server? Was? Oder? Nö. Kannst dir selber eins runterladen, wenn du willst. Ah ja, okay. Du musst nur, so wie mit dem Skin. Weißt du, du hast bei Minecraft eine Datenbank bei dir drin mit allen Texturpaketen. Drück mal Escape. Gehst auf Optionen. Warte kurz. Ja, Ja, nochmal. ja. Optionen. Resource Packs bestimmt, ne? Daher. Ressourcenpakete, ja, und dann kannst du dann halt deine Pakete da reinpacken, deine Grafikoptionen und der ganze Scheiß. Ja.
Aber ich nehme immer ein Klassisch auf. Oh, der Server ist wieder online. Oh ja? Ja. Dann lass uns mal DayZ weiter zocken, oder? Ja, lass noch hier wenigstens zu Ende farmen. Hier ist noch so viel Kohle. Ja. Gut. Ich werde noch ein bisschen Holz hacken. Der fröhliche Holzfäller. Ich habe schon voll Bock, das Haus hier zu bauen. Das wird auch richtig geil. So. Oh, ich höre Zombies. Oh, oh, oh. Ja, draußen kann ich nicht mehr rumlaufen. Hier sind Zombies. Du kannst dem Martin bei Skype schon mal schreiben, dass wir gleich auf den Server kommen. Oh oh, ich krieg Besuch. So, dann mache ich schon mal Aufnahmeschluss. Und wir sehen uns an dieser Stelle. Bis später. Moinsen, Leute. Ja. Wir sind zurück auf dem Minecraft-Server. In unserer netten kleinen Survival-Welt. Und der Dennis hat mir gerade gestanden, dass ein Creeper sein Unwesen getrieben hat. Wie ihr sehen könnt, hat er ein wenig die Umgebung verändert. Ja, hör mal hier, wegen Hausbau und so, ne? Mhm, weil hier ist jetzt scheiße. Ist das der Ultrafilm eigentlich, wenn man das mitten auf dem Wasser bauen will? Nö, aber warum willst du das auf dem Wasser bauen? Ich hätte Bock, einfach nur ein Haus mitten auf dem Wasser zu bauen. Da müssen wir aber halt das Fundament mega tief ins Wasser legen, damit wir halt auch da im Keller bauen können und so, weißt du? Das wäre ja schon edel, ne? Ja, wir müssen halt das Wasser dann ausheben, das wird auf jeden Fall mega. Nee, wir müssen ja, vor allem müssen wir unter Wasser erstmal ein rundes Fundament legen. Rund willst du das bauen? Nein, nicht rund, einfach ein Fundament legen. Das würde ich gar nicht unter Wasser bauen, sondern ich würde von oben immer weiter runter bauen. Ich zeig dir gleich, wie das geht. Das ist eigentlich gar nicht so schwer. Als allererstes müssen wir uns einen Steg dahin bauen, wo wir drüber laufen, aber über Wasser. Quasi, dass das Wasser nicht kaputt geht, ansonsten verwirbelt das so komisch. Dann sieht das scheiße aus. Dafür benutzen wir am besten Erde. Erde? Ja, die können wir nachher ziemlich gut und einfach wieder abreißen. Kannst du mir mal eine Schaufel machen? Aber Erde kann ich auch so ganz gut abbauen, ne? Ja. Ich würde sagen, wir machen das einfach jetzt. Natürlich, was geht denn hier für Wasser voll runter? Wie krass ist das denn? Ist mir gar nicht aufgefallen. Ja, da musst du aufpassen. Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Ich mach mal da einen Stein hin, warte. So. Ja, ne, der Wasserfall würde ich sogar offen lassen. Das sieht ziemlich cool aus mit dem Wasserfall, finde ich. Ich würde den so lassen, das sieht echt geil aus. Und dann bauen wir uns hier einfach jetzt den Steg drüber. Ach krass, das ist Kohle unten, hast du gesehen? Ja, habe ich gerade gesehen, ja. Aber bau nicht zu viel. Lass mal die Oberfläche da. Und bau nur ein Loch in die Erde quasi. Was ich meine? Ja, ich weiß, was du meinst. Damit das nicht zwischendurch spawnen. Ja, ich weiß warum. Damit man halt. Sieht das gleich so aus wie bei meiner Brücke, die ich da gebaut habe. Ja, einfach so ein Loch. Ja, da ist dann so ein Ding mit Wiese drauf. Ja, genau. Ach, das meinte ich aber gar nicht. Ich meinte vor allen Dingen, dass man halt von oben noch drüber laufen kann, aber dass wir nicht so eine fette Höhle ausheben, weißt du? Also schon eine Höhle, aber kein Loch von oben. Achso, ja, genau, das habe ich ja vor. Ja. Das Problem ist nämlich, wenn du Steine ins Wasser reinbaust, ne? Dann wirbelst du das Wasser komisch auf und dann, um das wieder gerade zu kriegen, das Wasser, müsstest du eine Etage tiefer nochmal was unter das Wasser drunter bauen. Das ist voll der Film im Survival. Das kannst du vergessen. Oh, meine Fresse. Tut mir leid. War nicht extra. Ich bin anscheinend gegen irgendwas allergisch, was in den Spaghetti drin war. Nee, eben nicht so. Nicht so. Dennis. Wieso nicht so? Nein, weil das Wasser verwirbelt. Du musst über dem Wasser bauen, so wie ich das da vorne gemacht habe. Guck mal jetzt, wenn ich...
Ja, aber dann können wir ja auch nicht runter in den Keller bauen. Ja, doch, das machen wir nachher. Genau, wir müssen, bis wir zu dem Punkt kommen, wo wir das Haus haben wollen, über dem Wasser bauen. Und dann das Fundament erst. Was soll ich meine? Ja, okay, verstehe ich. Weil, guck mal hier, wenn ich jetzt, zum Beispiel als Beispiel, wenn ich hier einen Stein hinsetze. Warte. Und den wegnehme, ne? Guck mal, jetzt gleich, guck mal. Siehst du das? Ja, ja. Das ist das, wenn je tiefer du kommst, desto mehr verwirbelt das und das bleibt auch. Dann hast du hier ständig irgendwelche Wirbel im Wasser. Sieht voll scheiße aus. Also ist jetzt nicht dramatisch, geht auch, aber ist halt optisch besser, wenn du wenn du das über dem Wasser baust, dann musst du das nicht wieder begradigen nachher. Das ist halt die Frage, bis wohin wir gehen. Ja, mitten drauf. Sind die Tintenfische eigentlich bösartig? Sieht so aus, ne? Die können einem, glaube ich, nichts anhaben. Schon wieder Video fertig gerendert. Schon wieder keine Erde mehr. Also eigentlich müssen wir das Ding auch nicht drei breit bauen, aber egal. Na doch. Ist auch nur erstmal provisorisch. Halt, finde ich gut, da können wir da am Ende noch einen Zaun drüber machen, weißt du, was ich meine? Hm. An den Seiten. Ach so, du willst das jetzt so lassen? Ja. Ja, ich wollte da nachher so einen Holzsteg hinbauen. Ja, wir dann. Ich wollte das jetzt erstmal. Ich wollte da so einen Steg aus Holz bauen, weißt du, wie so ein Fischersteg. Ja, ist noch besser. Wo man drüber laufen kann. So ein bisschen, nicht komplett gerade, sondern ein bisschen gebogen. Aber können wir nachher alles noch gucken. Ich wollte jetzt erstmal gucken, wo überhaupt das Haus hinkommt im Wasser. Das ist jetzt nur, um da hinlatschen zu können. Ich glaube, von der Weite her auf dem Wasser reicht das schon mal, oder? Bis hier hin? Ja, wenn wir ich jetzt, wenn das Fundament hier anfängt, so rum, das soll ja schon relativ, also es muss ja schon eine gewisse Größe haben, ne? Ja. So, auf der Matte. Ja, warte, dann machen wir das hier hin, warte. Dann muss ich jetzt, Moment. Also quasi so lang, ne? Hm? Wie machst du das jetzt? Du baust das jetzt runter, oder was? Ja, pass auf. Mach das jetzt runter und mach dann hier die Begrenzung von dem Haus hin. Wohin das Haus soll. Das sollten wir am besten direkt aus Stein machen, damit das Fundament auch aus Stein ist. Ich hol mal Steine. Ja, ich hab Steine dabei. Hast du die Cobblestone? Ja. Die ja. Normalen? Dann bauen wir einfach hier vor Steine. Also hier, wo ich den Erdblock hinbaue, einfach Steine hinbaue. Mach den mal weg. Ja, genau. Und das machen wir dann immer tiefer. Gucken jetzt, wie weit das Haus geht. Wir können ja mit dem Fundament erstmal checken, wie weit das gehen soll. Alter. Schon wieder dunkel hier. Oh ja. Guck mal, Steine. Ah, ist mir hier runtergefallen. Ich drück halt immer Alt, wegen dem Drehen. Aber das kannst du hier in dem Game natürlich vergessen. Hm. Also Steine wollte ich mitnehmen, davon haben wir ja zum Glück noch ein paar. Ah, ich habe welche dabei gehabt, ich Idiot. Ich, Komm jetzt mal wieder zurück, weil es wird ja dunkel. Dann können wir uns direkt schlafen legen, komm. Jo. So. No homo. So. Ich geh noch ein paar Steine holen direkt. Ja. Krass, wie viel hast du denn mitgenommen? Hast du einfach alle mitgenommen? Ja. Okay, gut.